Liebe Schwestern und Brüder, ob uns, wenn wir diesem Evangelium zuhören, der ganze Irrsinn dieser Welt entgegenkommt, ob er uns dann wirklich trifft, dass derjenige, der gekommen ist, uns zu retten, uns zu erlösen, unser Leben heil zu machen, uns bleibendes Leben zu schenken, wie ein Verbrecher gesucht wird. Wie ist das möglich? Was ist das für eine Welt? Es ist die Welt, in der wir bis heute leben. Es ist die Welt, von der schon am Beginn des Johannesevangeliums gesagt wird, dass der, der in sein Eigentum kommt, der also sofort eigentlich erkannt werden muss, dass ihn die eigenen Leute, die Seinen, nicht erkennen und nicht aufnehmen. Bis zum bitteren Ende nicht aufnehmen. So ist es auch verständlich und besonders tragisch, dass der hohe Priester dieses Jahres ein Wort spricht, das sich als durchaus prophetisch erweist, aber nicht in dem Sinn, wie er es meint. Adrien von Speyer hat sehr genau beobachtet an dieser Stelle im Hinhören auf dieses Evangelium, dass Kajaphas hier nichts anderes tut als eine klassische Parteitagsrede. Diejenigen, die den Namen noch kennen, werden sich an solche Parteitage erinnern, Brezhnev oder solche Leute. Die reden immer vom Volk und von der Partei, meinen aber letztendlich nur sich. Die Römer werden kommen und uns das Volk und das Heiligtum wegnehmen. Heißt implizit immer auch, und ich verliere meinen schönen Posten. Immer dann, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir auch die Kirche heutzutage zu einer Partei machen und wenn wir in den verlautbarenden Parteitagsreden halten, verraten wir das eigentliche Anliegen Gottes. Und doch weiß Gott sogar in diesem Verrat noch etwas Prophetisches zu wirken. Der Evangelist sieht sich allerdings gezwungen, hier die Erklärung gleich beizugeben. Ja, es stimmt. Kajaphas hat recht. Dieser eine wird für das Volk sterben. Aber selbst in seiner Prophetie versucht er noch, Gottes Anliegen einzugrenzen, es noch ein bisschen mehr egoistisch zu machen, aber dann nur für uns, damit bei uns alles so bleibt, wie es ist. Das ist nicht das Anliegen Gottes, liebe Schwestern und Brüder, sondern der Evangelist merkt es an. Er sollte nicht nur für das Volk sterben, für das auserwählte Volk, das ihn nicht erkennt und nicht annimmt, mit wenigen Ausnahmen, und die auch nur unter schweren Geburtswehen hindurch, sondern um alle versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln, zu denen auch wir gehören, auch wir heute, mit unserem Egoismus, unseren Parteitagsreden und Parteitagsbeschlüssen, zu denen wir manchmal die Kirche entstellen. Jetzt, unmittelbar vor Beginn der großen Woche, sind wir eingeladen, uns von all dem frei zu machen, uns zu öffnen für die wirkliche Prophetie, die in Christus und in seinem Weg, in seinem Kreuzweg, in seinem Osterweg besteht. Dass wir selber hinfinden in seiner Spur zu diesem Leben, das Gott für uns will.